Und Steine, die auch im Wege rumstehen. Ja, die rennt mir die ganze Zeit hinterher und möchte, dass ich mit ihr quatsche. Aber ich muss warten. Gut. Dann haben wir ja gleich soweit alles hier sauber gemacht. Ich sag mal, so gut wie durch hier bald. Ich glaube, hier war noch etwas, genau. So, einmal drumherum. Hier auch. Da haben wir mehr Holz, als wir eigentlich brauchen. So, und hier ist auch noch etwas. Nee, da. Gut. Und dann haben wir das schon mal. Wir sind durch hier. So, was willst du denn endlich? So viel ist sicher, genau. Jetzt kommst du in dein Gebiet hier. Besuche die Eishöhle mit Anna. Würde ich ja, aber ich komme nicht durch. Ja, hallo, Mann, mach doch mal. Aufgabe. Mache ein Foto von der Eishöhle. Warum? Erstmal muss dieses ganze blöde Gestrüpp hier nicht mehr in mein Gesicht rumhängen. So. Da. So, Aufgabe. Ja. Ja. Zeige Anna das Bild. Das ist echt für Idioten gemacht, das Spiel. Wie kommt ihr denn dahinter? So, hier. Okay. Zeige Annas Bild, habe ich gemacht. Bringe Elsa Annas Brief im Reich der von Eiskönigin völlig unverfroren. Gehen wir mal dahin. Gut. Dazu müssen wir ins Schloss gehen. Ja. Dazu müssen wir uns diesen langen Weg, ich sag mal, trinken hier, wieder antun. Da. Ach, diesmal muss ich nicht lange laufen. Sie hat sich doch getraut, mal ins Warme zu gehen. Hallo du. Jo. Ja, sie ist glücklich. So. Komm doch rüber, sonst bist du hier so alleine. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Überbringe Anna die gute Nachricht. Ja, 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 ja. Komm. Wo ist Anna? Ist sie jetzt abgehauen? So. Also ich folge dir jetzt mal kurz nicht, weil ich möchte erstmal noch schauen. Hier hinten war irgendwo ein Stein gewesen, den man abbauen kann. Gibt es hier neue Kristalle, zufälligerweise? Nö. So, wo ist jetzt die Anna? Die ist weg. Okay, da. Komm, lass mich die eine Mission noch zu Ende bringen, dann möchte ich aber auch was anderes machen. Ach, komm, bleib doch mal stehen. Hör doch mal auf, hier wegzurennen. So schlimm bin ich doch gar nicht. So. Hallo, ich muss mit dir reden. Natürlich, was ist los? Neue Mission? Danke. Auf Wiedersehen. Okay. Gut. Die verlorene Erinnerung von Anna und Elsa. Macht euch ein GPS-Sender dran.
Gut, ich soll Dagobert das mal fragen. Wegen der Band. Hab ja noch 5 Minuten. Und dann geht's noch aus. Na komm! Hallo! So. Wie sieht's aus bei dir? Okay. L-Aufgabe. Ich soll wieder Glas machen und Stoff. Habe ich denn genug Teile für Glas da? Was braucht man eigentlich für Glas? Ach, eine Menge Sand. Und Stoff. Was braucht man für Stoff? Baumwolle. Muss ich da wieder was anpflanzen? Erstmal Glas, mache ich erstmal 10 Stück. Dann habe ich das erstmal. So. 11 Stück reichen erstmal. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Jetzt hole ich schon mal Baumwolle zum Anpflanzen. Boah, da steht hier immer im Weg, wa? Nee, das dauert mir zu lange. Ich reiße gleich mal runter. Sonst bin ich ja übernachten beim Laufen. Die einzige, mit der ich nicht großartig was anfangen kann, ist Ariel. Erstens kommt man an die nicht ran. Und zweitens macht die bloß ihre Haare. Das ist eine kleine Prinzessin, die den ganzen Tag nichts zu tun hat, als ihre Haare zu streicheln. Finde ich. Ich mag Ariel. Weil sie nichts tut, wa? Nein, ist einer der ersten Prinzessin. So. Falsch, falsch, falsch. So, hier. Und die ist für ihre große wahre Liebe ganz weit weg von zu Hause hingegangen. Ja. Ihr seht es nicht, aber seine Augen fangen ein bisschen an zu glitzern. Hallo, Kumpel! ist das jetzt. Ja, kaufen. Ist das jetzt Baumwolle? Ja, Baumwollsamen. Wir haben so viel Kohle. Ich hole gleich mal 30 Stück. Weil ich glaube, das brauchen wir noch öfter. Ja, komm. So. Hier war irgendjemand mit Einpflanzen begabt. Gut. Inventar sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ist da gerade jemand langgelaufen? Da. Wie sieht es bei dir aus? Bist du so eine Pflanzenmutti? Nö, du bist eine Schaufel, Alter. Hier. Wir brauchen eine Pflanzenmutti. Bist du eine Pflanzenmutti? Ja, lass uns mal abhängen. Ich brauch dich jetzt mal. Ja, komm. Weniger quatschen, mitkommen. Alter, steh mir nicht im Weg rum. Ey, diese Massen, die diese Person hat. Der braucht einen ganzen Zugwaggon schon für sich alleine. Hör mal auf, dich drüber lustig zu machen. Fällt es ihnen nur so dick, weil sie immer so einsam war? Der Halbkönig oder der Halbprinz? Ach, das ist ein Halbgott. Von Vajana? Ja, der soll halt sehr stark wirken. Wenn sie da so einen dünnen so. Löchern in den Hinter hätten, würde der ja nicht stark wirken. Ja, ich mach mal hier so. Ich muss ja sehr viel Lehm hier ausgraben. Deswegen sind die Buddellöcher noch da. Die nutze ich gleich mit. Du bist mir aber nicht gerade eine große Hilfe. Um ehrlich zu sein. Wo ist denn der Rest, der hier rumkeucht und fleucht? Da ist der eine.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.